Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Saboteur. Weiter geht's. Heute sind wir beim Crochet. Mal gucken, was er für uns hat. Ich habe gehört, Sauer verfüttert keine Ende mehr an seine Dobermänner. Ja, neuerdings ist er selbst das Futter. Sie sind ein harter Mann, Devlin. Das sind harte Zeiten. Ja, das stimmt. Vor allem für diejenigen von uns, die keine Heimat haben. Wie meine Männer in Nordafrika. Die französische Armee kämpft jetzt für die Deutschen. Nicht ganz. Einige weigern sich zu kapitulieren. Während wir reden, kämpfen die freien Franzosen in der Wüste. Aber sie halten nicht mehr lange durch. Was hat das mit mir zu tun? Ein libyscher Botschafter ist in Paris, um mit der deutschen Armee zu verhandeln. Wenn er Erfolg hat, sind meine Männer in Afrika verloren. Soll ich ihn aus dem Verkehr ziehen? Nichts ist schlechter für die diplomatischen Beziehungen als die Ermordung eines Botschafters, oder? Ich kümmere mich um ihn. Der Botschafter trifft sich in der Nähe des Place de Vosges mit dem deutschen Vertreter. Am Boden sind die Sicherheitsvorkehrungen beträchtlich, aber auf den Dächern dürfte sie niemand stören. Klingt, als bräuchte ich eine Fernwaffe. Ist bereits alles arrangiert. Einer meiner Männer erwartet sie in einer verlassenen Chemiefabrik in der Nähe des Ziels. Er hat ein kleines Geschenk für sie. Ich kann's kaum erwarten, es auszupacken. Danke. Ich nehme mal am besten hier unser Auto wieder. Der Botschafter will wohl mit den Deutschen verhandeln. So, und den müssen wir aus dem Weg räumen. Und da sollen wir uns jetzt eine Fernwaffe abholen, aber ich habe ja beim letzten Mal schon gesehen, mit den Fernwaffen und Heranzoomen, das ist ja ganz schwierig. Also ich habe den Zoom nicht hinbekommen. Durch das Zielfernrohr oder so. Also wenn ihr da eine Idee habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir probieren das jetzt hier nochmal aus. Ich meine, Fernwaffe kann ja auch ein Raketenwerfer sein, gell? Da brauchst du kein Zielfernrohr, da musst du bloß grob irgendwo hinschätzen. Vorsicht, pass auf, dass du... Geh nicht einfach so über die Straße. Halt. Warte. Hier geht's den Feldweg auf. Okay. So, na jetzt bin ich mal gespannt. Na? Bist du mein Kontaktmann? Der Haken meint, Sie hätten was für mich. Es ist da drüben. Hab ich selbst entworfen. Tödlich wie ein Skorpion. Und sein Stachel knipst einem Mann aus 500 Metern Entfernung das Licht aus. Klingt nach meiner Ex-Freundin. Der Botschafter ist ziemlich paranoid. Angeblich hat er ein Double. Was? Ein Doppelgänger? Ui. Vielleicht auch mehrere. Aber der echte Botschafter trägt eine rote Armbinde. Geschenk des Kanzlers. Okay, ich könnte sie ja alle umlegen. Sicher ist sicher. Nimm das Scharfschützengewehr. Ja, das ist schön, aber ich krieg den Zoom. So. Drücke Plus, wenn du mit einem Zoomfaktor zu ändern. Nee, geh mal beiseite. Ich probiere das jetzt mal aus, nochmal. Geht nicht. So schießt du ja im Prinzip, aber... Kannst den Zoom nicht? Nee. Also mit Zoom haut hier nicht hin. So eine Scheiße. Was macht man da? Na, wenn ich schieße hier. Da kommt das Empfangskomitee. Wieso denn das? Was ist denn jetzt denn wieder? Kannst du ja nicht mal zielen mit dem Scheißding hier. Okay, ich hau ab. Ist ja gut. Mann, nur Meter. Na komm. Ach, da bin ich doch schneller zu Fuß, ey. So, Waffe wegstecken.
Ja, da kann ich doch die Mission gar nicht machen. Bräuchte mal irgendwo einen Platz zum Üben, wo ich das mal... Müssen wir vorne jetzt hier mal... Halt. Lässt du dem Treffen Alarm aus, könnte der Botschafter entkommen. Erreiche den Aussichtspunkt. Ach, ganz hier oben, okay. Doch aber auch gleich wieder hier. Was sind das Maschinengewehr? Das werden wir doch erst einmal ausschalten müssen, hä? Sonst sind wir doch da. Na komm. Was zum Teufel soll diese Scheiße? Der Bastard muss einen Doppelgänger haben. Oder zwei. Da unten ist eine verdammte Versammlung. Botschafter ausschalten. War da jetzt tatsächlich hier ein MG da oben? Also ich kann keinen Stealth-Kill machen hier. Verschwinden Sie! Los, komm. Okay, pass auf, probieren wir jetzt mal. Da unten, da rennt doch weg, ja. Entkomme den Deutschen. Okay, sehr schön. Komm, ja, das Ding ist doch richtig genial. Wir flacken hier das Zeug raus. Genial. Verdammte Scheiße, überall Blut. Echt? Wir haben doch auch noch einen. Okay, passt auf. Wir hauen jetzt mal ab hier. Los. Okay. Nein, nach unten bitte. Nach unten. Das MG ist nicht schlecht, ne? Oh. Los, komm hier rein. Das hänge ich jetzt hier fest, oder was? Boah! Also eine gute Steuerung ist was anderes. Fliehen mal. Und zwar... Scheiße, ich... Schnell weg, 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 weg. Ja, Auto. Ja, sorry. Komm. Steig ein. Jawohl, fahr die alle um.
Ach, Scheiße! Los, raus! So, okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Los, komm! Hoch mit dir! Oh, meine Fresse! Nee. Ach, scheiß Wachturm. Hier auch. Okay. Scheint hier erstmal ein bisschen Ruhe zu sein. Mit. Komm runter. Müssen jetzt irgendwie weg. Und zwar ganz dringend. Los, komm hoch. Los. Lauf. Lauf aufs Dach. Oh, scheiß Balkon. Nee. Das ist eine Scheiße. Warum gerate ich immer an so eine Scheiße? Batman? Hier drüben ist ein grüner Punkt. Da müssten wir hin irgendwie. Jetzt ist unser süßer scheiß Panzer. Also, wir haben hier Seil. Könnte man lieber auf der anderen Straßenseite. So, und. Nee, du sollst auf das Seil. Oh, bist du. Wieder. Du sollst das an das Seil springen, Junge! Ach, das ist echt so dämlich. Spring an das Seil! Ja, und jetzt noch. Komm, dreh dich rum. Oh. Mann! Also die Steuerung haben sie echt nicht gut gemacht. Aber das gönne ich mir jetzt noch. Wartet mal. So wie die mir auf den Sack gegangen sind. Mach's gut. So. Los und rein. Na los. Das gibt's doch nicht. Wieso geht denn der nicht rein? Na warte.
Ja, ist ja gut. Wie sagt man so schön? Und X. Also, kann das sein, dass der nur in die Verstecke kann, wenn keiner, wenn kein Deutscher in der Nähe ist, ne? Oh, Mann. Also eine gute Steuerung ist was anderes, ehrlich. Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Ja, mit viel Glück. Also, der Stealth-Kill geht nicht. Das Zielfernrohr geht nicht. Ja. Und manchmal hagelt ein bisschen die Steuerung. Ich muss mir das echt nochmal genauer anschauen. Ob ich irgendwo noch was einstellen muss. Kaviar. Aha. Also wir haben 1405 Reichsmark. Was ist denn das für eine Knarre hier noch? Halt mal. Die stecken wir erstmal weg. Wechsel zu MP40. Nehmen wir mal die MP40. So, was haben wir denn hier oben noch Feines? Egal was es ist. Es wird gesprengt. Na, guck mal an. Das wäre doch noch. Wartet mal, jetzt nehme ich mal hier meine Knarre. Nehmen wir die. Oder die. Dann machen wir hier. Hier ist doch noch so ein Treibstofffass. So, und du hier noch. Haha. So, komm, weg. Hast du noch irgendwie Treibstoff? Ach, das ist doch wieder diese Knarre, die keiner braucht. Na komm, jetzt müsste man das doch mal langsam haben, oder? Na endlich. Was geht jetzt los? Wah! Schnell wieder ein bisschen erholen. Okay. Sind das hier? Wie Treffer brauchst denn du noch? Kann man den anspringen? Jawohl, komm hoch. Und das Ding besetzen? Kann man das irgendwie? Sehr gut. So. Ihr geht mir hier schon lange auf den Beutel. Boah.
kommt denn das her? Ach, von ganz hier hinten oder was? Und bricht er irgendwann mal zusammen? Ist nicht schlecht, das Ding, ne? Könnte man doch theoretisch auch einen Zeppelin abschießen. Wenn dann mal einer kommt. So, was haben wir denn hier? Das rote Zeug sollte eigentlich drin bleiben. Hä? Ja. Jawohl, 50 Reichsmark gibt's dafür. Das könnte schon ein bisschen mehr sein, ne? Na, wo kommt denn das? Ach, von hier unten. Hä? Also ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal hier alles abgeschottert, hä? Nehmen wir unsere Knarre. Okay. Natürlich, idealerweise wäre es natürlich, wenn wir jetzt den Turm auch noch platt machen. Wo kommen wir jetzt hier runter? Hier. Na komm. So, na komm jetzt. Gut, alles klar. Da verstecken wir uns mal wieder im Versteck hier. Da mal ein bisschen, dass da mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich kann es einfach nicht lassen, gell? Das ist wieder das Scheißgewehr hier. Ach komm. Wo ist jetzt hier das Versteck? Ach, hier unten, okay. Treffen wir den? Ne, den treffen wir nicht. Ja, nee. Mist. Wir haben aber jetzt auch keine Munition mehr. Komm her. Ja, ist ja gut. Haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt wieder Munition? Ja. Okay. Alarmstufe 3. Okay. Alles klar. Komm, wir hauen ab. Damit hier mal Ruhe wird. Danach habe ich gesucht.
Ja, ich auch. Mann, ist das... Gehen wir. Ja. Bing, bing. So, wie kommt man jetzt raus hier? Okay. Boah, das ist so gleich ein bisschen Aufregung genug, gell? Steht da noch gleich ein Auto um die Ecke. Ich glaube, wir müssen uns beim Santos mal wieder hier mit Sprengstoff eindecken, gell? Ich weiß gar nicht, wie viel Dynamit wir noch haben. Mensch, ich renn die einfach über die Straße. Was ist denn das hier? Ein alter LKW? Ob man den klauen kann? Mensch, geh aus dem Weg. So, kommst du nicht? Didit. Oh Mann. Hier ist doch auch noch ein Turm. Was bauen denn die hier? Na gut, um den kümmern wir uns mal später. Tja, okay, ab mit dir. Na recht, wir müssen reden, Sir. Ihre. Wir müssen reden, Ihre. Von Soldat zu Soldat. Suchen Sie mich auf, Le Crochet, okay. Wir müssen reden, Ihre. Von Soldat zu Soldat. Suchen Sie mich auf, Le Crochet. Sie sind gar nicht übel, ganz und gar nicht. Nee, denke ich auch. Geh mal aus dem Weg, ich brauche mal das Auto, Miss. Komm raus. Ja, diskutier nur noch. Wo sind die denn?
SK ist wohl bestimmt Skyler, ne? Meine Fresse, wo ist die denn? Halt. Wie weit draußen ist denn die Skyler? Jetzt wird es langsam wieder hell aus dem Weg. Ach, in Le Havre sind wir. Wahnsinn. Da sind wir aber weit gefahren jetzt, hä? Von Paris nach Le Havre. Ist ein nettes Städtchen, ne? So. Okay, also hier soll es sein, dann parken wir direkt mal. Ja, meine Lieben, da machen wir erstmal einen Cut. Wir werden mal sehen, was die liebe Skyler beim nächsten Mal von uns will. Bleibt mir schön gesund. Schaltet gern wieder ein, wenn es heißt Der Saboteur. Also bis dahin, ciao, ciao.